Schönen guten Tag, ich bin Pascal Spors, 25 Jahre alt, Nummer 20 vom TV Jahn Hiesfeld, spiele offensiven Bereich. Ja, ich bin der Kolle, schon 5 Jahre beim TV Jahn, Nummer 17 und defensiv wie Mittelfeld einsetzbar. Und wir tippen dann mal den nächsten Spieltag zusammen. Das erste Spiel, Schonnebeck gegen Fischeln. Ah. Ja, ich sag mal, Schonnebeck, heimstarke Mannschaft. Ja, gute Defensivarbeit und dann mit schnellem Konterspiel über Markus Zepke und so was. Und ich denke mal, die werden ihre weiße Weste, wenn sie die noch haben, bestätigen und werden das Spiel 2-0 gewinnen. Ja, ETB, Schwarz-Weiß Essen zu Hause gegen Velbert. Ja, Essen, unangenehmer Gegner, hatten wir vor 2 Wochen hier. Ja, leider haben wir da nicht so gut abgeschnitten. Ich glaube, zu Hause ganz unangenehme Mannschaft. Also ich würde einmal ein 1-1 tippen. Ja, danach Höni zu Hause gegen Krai. Ja, es ist ein Duell im Keller. Beide Mannschaften müssen punkten. Ich weiß jetzt nicht genau, was Höni heute gemacht hat. Aber ich drücke natürlich dem Boro ganz speziell die Daumen, um ein paar wichtige Punkte zu sammeln für den Klassenerhalt. Und dann tippe ich mal ein 2-1 für Höni. Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Kronberg zu Hause gegen SC West. Ja, haben wir auch beide schon gehabt. Ja, aus den beiden Spielen leider nur 1 Punkt geholt. Kronberg letzte Woche da gewesen, ja, leider verloren. Aber ich glaube trotzdem, dass Essen West, SC West hat auswärts macht in Kronberg mit 2-0 für SC West. Nächstes Spiel, Kapellen gegen Hilden. Ja, Kapellen haben wir hier gehabt. War so ein, sag ich mal, eher schlechteres Spiel für ein Oberliga-Niveau. Die Hildener waren hier bei uns eigentlich, sag ich mal, sehr konterstark. Und ich denke, dass Hilden die gute Saison fortsetzen wird und das Spiel 3-1 gewinnt. Ja, Ratingen, unser heutiger Gegner, nächste Woche zu Hause gegen Meerbusch. Ja, ich würde sagen, Meerbusch, die machen das. Dann das Spiel zu Hause Homberg gegen Baumberg, die beiden Aufsteiger. Ja, Homberg, auch ein paar gute Freunde da, Osan Kouachi. Wünsche ich natürlich alles Gute in dem Spiel. Super Zehner. Dennoch denke ich, dass Baumberg ein gutes Spiel machen wird und dass es ein enges Spiel wird. Und ich tippe da mal 2-2. Ja, Turu. 80 Düsseldorf gegen FC Bocholt. Ja, mein ganz klarer Favorit, FC Bocholt in dem Spiel. Meiner Meinung nach mit die stärkste Mannschaft, gegen die wir jetzt gespielt haben, spielerisch im Aufbau. Sehr stark, also ich glaube, da geht 3-1 für Bocholt aus. Ja, das nächste Spiel, das letzte Spiel wäre dann KFC Uerdingen. Das Spiel findet schon Freitag statt gegen uns. Ja, ich glaube, da bleiben wir mal ein bisschen unparteiisch. Wir werden unser Bestes geben. Wir versuchen da natürlich hinzufahren, um was mitzunehmen. Wird nicht abgeschrieben sein. Ich schätze mal, die Mannschaft nach dem Sieg sind wir guter Dinge, nehmen den Aufschwung mit. Ja, und sehen dann, was dabei rumkommt. Ja, gucken wir, was da passiert. Abendspiel, Flutlichtspiel, macht immer Spaß für den Fußballer. Uerding, meistens so mit 2000 Zuschauern im Rücken. Mal gucken, wie lange wir den Spitzenreiter ärgern können und vielleicht die Liga ein bisschen spannend halten können. Einfach unser Bestes geben und dann schauen wir mal. Ja, wir bedanken uns.